Willkommen zum Release-Video August 2020. Starten wir direkt mit den Neuerungen, die OnOffice diesen Monat für uns bereithält. Als erstes haben wir da was Feines, nämlich einen neuen Anbieter für den Marketplace. Da werden in den nächsten Wochen noch weitere kommen. Den Anfang macht allerdings OnGeo mit Geoport. Das ist ein Tool von OnGeo zur Datenrecherche und Dokumentenbeschaffung. Eine genaue Beschreibung finden Sie hier und diesen Service können Sie sich jetzt über den Marketplace freischalten. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Neuerung. Hängt mit dem Marketplace zusammen. Es gibt jetzt sozusagen einen Shortcut, also eine Abkürzung zum Marketplace. Sie müssen jetzt nicht jedes Mal hier über die Übersicht gehen oder von hier die Services aufrufen, sondern direkt an der Stelle, wo der Service eingesetzt werden kann, beispielsweise bei Immobilien. Wir öffnen dann einmal eine Immobilie. Gibt es jetzt in der Detailansicht unten diesen Button. Das Icon verändert sich möglicherweise noch, aber die Logik bleibt gleich. Es wird auch hier an der Stelle bleiben und von hier können Sie dann eben die Dienste nutzen, die für die Immobilie freigeschaltet und verfügbar sind. Auf diese Weise kommen Sie einfach viel schneller an den jeweiligen Service von dem Marketplace-Anbieter. Als nächstes haben wir eine Neuerung, die ebenfalls bei den Immobilien ist. Ich öffne die nochmal. Auf dem Reiter Dateien, bei den internen Dateien, gibt es jetzt die Spalte Dokumentenmerkmal. Ist in meinem Fall hier nicht so spannend, weil hier nur eine Datei liegt. Wir können die mal zur Bearbeitung öffnen, also doppelt anklicken oder auf den Stift und können jetzt hier ein Merkmal vergeben, worum es sich dabei handelt. Hintergrund ist, Sie haben hier bei den internen Dateien eben nur diese Tabelle, diese Liste, wo zwar die Art angegeben wird und das Datum und der Titel, das ist aber vielleicht nicht so aussagekräftig, um das Ganze einfach besser zu sortieren und eine Übersicht zu haben, können Sie eben ein Merkmal vergeben, Mietvertrag beispielsweise, wenn es sich um den Mietvertrag handelt, speichern das ab und schon ist das entsprechende Merkmal hier vorhanden und kann auch danach sortiert werden, wenn jetzt mehrere Dateien vorhanden sind. So finden Sie Dokumente einfach viel schneller wieder, wenn Sie mit den Dokumentenmerkmalen arbeiten. Dann noch eine Information zu Immobilienportalen. Ich öffne das einfach mal, obwohl da nicht so viel zu sehen ist. Vielleicht ist es Ihnen bekannt, bestimmte Portale arbeiten mit unterschiedlichen Übertragungsformaten. Die sind häufig regional abhängig. In Deutschland ist beispielsweise OpenImmo geläufig. In der Schweiz hingegen benutzt man eher das sogenannte IDX-Format. Das wäre dieses hier. Und an dieser Schnittstelle, an dieser IDX-Schnittstelle haben wir Optimierungen vorgenommen. Ist also eher relevant für Makler in der Schweiz oder Makler, die in der Schweiz vermarkten, wenn sie mit Portalen arbeiten, die das IDX-Format verwenden. Nur zum Hintergrund, damit Sie wissen, was überhaupt damit gemeint ist. Dann kommen wir zu einer etwas größeren Neuerung. Darauf hatten wir im Vorfeld auch zweimal hingewiesen, weil es umfangreiche Änderungen beim Support-Service gibt, nämlich müssen Sie den Zugang für unseren OnOffice-Support jetzt explizit freischalten. Dazu haben wir auf unserem YouTube-Kanal ein eigenes kleines Tutorial. Das wird auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Und trotzdem lasse ich es mir jetzt nicht nehmen, das einmal kurz vorzuführen. Über das Fragezeichen finden Sie den Punkt Freischaltung Support. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up, das aus drei Reitern besteht. Und hier können Sie jetzt dem jeweiligen Mitarbeiter, den Sie vielleicht am Telefon haben, nehmen wir mal an, Sie haben ein Rückrufticket erstellt, der Mitarbeiter ruft Sie an und Sie wählen den dann entsprechend hier aus und gewähren ihm für eine begrenzte Zeit den Zugang zu Ihrer Version. Und über jetzt freischalten wäre derjenige eben freigeschaltet. Wer jetzt alles freigeschaltet ist, sehen Sie auf dem nächsten Reiter Übersicht Freischaltungen, wo aufgeführt wird, wer wurde wann, von wem, für wie lange freigeschaltet. Dann gibt es noch eine Übersicht der Logins, die ist bei mir jetzt noch nicht so umfangreich. Auch hier wird erfasst, wer hat sich wann Zugang verschafft und aus welchem Grund. Das sind alles Daten, die wurden zuvor nur intern bei OnOffice erfasst, stehen Ihnen jetzt hier transparent zur Verfügung. Um die Freischaltung zu erteilen, ist ein bestimmtes Benutzerrecht erforderlich. Das sehen wir uns mal an. Das finden Sie auf Extras, Einstellungen, Benutzer. Sie wählen den Benutzer aus
Und auf dem Reiter Rechte, ganz unten bei den administrativen Rechten, gibt es dieses neue Recht, darf den On-Office-Support-Benutzer freischalten. Das ist standardmäßig bei allen Benutzern aktiv. Wenn Sie Mitarbeiter haben, bei denen Sie sagen, nein, die sind nicht supportberechtigt, müssten Sie das Häkchen hier entfernen. Ob derjenige tatsächlich supportberechtigt ist, also dieses Recht hier hat, fragt der Support bei eingehenden Anrufen ab. Darum gibt es beim Fragezeichen hier jetzt den Punkt Support Kennwort erstellen. Daraufhin erscheint dieses Pop-up mit einem Kennwort, das 30 Minuten gültig ist. Dieses Kennwort geben Sie am Telefon durch und der Support-Mitarbeiter kann direkt zuordnen, okay, Sie sind mit diesem Benutzer in dieser Version eingeloggt und kann Ihnen entsprechend weiterhelfen. Das ist einfach eine Verifizierung für uns intern, dass derjenige, der anruft, auch tatsächlich der ist, der er behauptet zu sein. So, falls Sie jetzt unterwegs sind oder aus anderen Gründen gerade nicht in der Lage sind, die Freischaltung für den Support vorzunehmen, hier über das Fragezeichen, ist auch eine Freischaltung per E-Mail möglich. Wenn Sie also den Support am Telefon haben, kann Ihnen der Support-Mitarbeiter eine E-Mail schicken mit einem Link, über den dann diese Freigabe erteilt wird. Aber auch das ist eben nur möglich, wenn Sie das entsprechende Benutzerrecht besitzen. Das war unser August-Release. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben und generell gerne per Kommentar Feedback geben, ob Ihnen diese Videos überhaupt etwas nützen, ob wir die weitermachen sollen. Ansonsten, wie gehabt, für weitere Videos und Tutorials gerne unseren Kanal abonnieren.